Ja, wir sind bei der Aufgabe E, also r hoch z plus 1 minus r hoch 1 minus z, r hoch minus z minus r hoch z. So, was machen wir? Wir holen erstmal im Zähler ein r nach vorne. Dann fällt die 1 weg und es steht r hoch z minus r hoch minus z. Jetzt steht im Zähler und im Nenner im Prinzip das Gleiche. Wenn ich nämlich hier das Minus nach vorne hole, dann habe ich auch hier ein r hoch z minus r hoch minus z. Dann kann ich den rauskürzen und minus r ist das Ergebnis. Wie sieht es mit den Einschränkungen aus? Da muss ich natürlich ein bisschen jetzt nachdenken. Also r hoch minus z. Über das z wird gar nichts gesagt. Das ist natürlich dumm. Aber immerhin doch, nee, mn sind ganze Zahlen, über das z wird gar nichts gesagt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da kann natürlich jetzt alles Mögliche sein. Aber immerhin nehmen wir mal an, das z wäre positiv, dann würde das r im ersten Teil im Nenner stehen. Also würde ich mal sagen, das r sollte besser nicht 0 werden, weil wir damit rechnen müssen, dass das so oder so im Nenner steht. Haben wir da sonst noch was zu sagen? Ja, r hoch z und r hoch minus z sollten natürlich auch nicht gleich sein. Was ist, wenn r gleich 1 wird? Wenn r gleich 1 wird, dann ist das auch nicht so schön. Dann steht da nämlich 1 minus 1. Also das r sollte auch besser nicht 1 werden. Ja, andere Einschränkungen fallen mir erstmal nicht ein. Also wie gesagt, R vorholen, feststellen, dass Zähler und Nenner praktisch gleich aussehen. Im Nenner noch ein Minus rausholen, kann man auch im Zähler machen. Sind Zähler und Nenner dann im restlichen Teil gleich? Dann kann man die ganze Klammer wegkürzen. Dann steht Minus R da. Das ist der Haupteffekt. Und erkennen, dass an R hoch Minus Z, dass da eventuell das R im Nenner stehen könnte und nicht 0 werden sollte. Und dass R hoch Minus Z und R hoch Plus Z nicht gleich werden sollten. Und dass das wegen die 1 nicht gut geht.